Au! Der Wecker klingelt. Muss ich... warum klingelt denn mein Wecker? Oh, ich glaube, ich muss heute in die Arbeit. Oh, wir haben heute so viel zu tun. Ich muss mehrere Pferde misten und sie auf die Koppel bringen. Wie spät ist es denn? Ein paar Sekunden später. Au, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, Bella, wir gehen gleich noch spazieren, okay? Ich mache mich jetzt erstmal fertig und dann fahren wir in den Stall und dann können wir da ein bisschen spazieren gehen im Wald, okay? Cool. Okay, dann muss ich als allererstes Zähne putzen. Meine Hände waschen. Und ich war jetzt lange krank. Eigentlich müsste ich auch ein Bad nehmen. 20 Minuten später. So, dann bin ich für den Stall angezogen. Oh, da fällt mir auf, ich habe ja noch nichts gegessen. Lecker, mein Donut. Was gibt es denn besser wie Donuts am Morgen? Ha! Und Mama kann nicht mal meckern, weil ich wohne jetzt alleine. Ha, ist richtig cool, erwachsen zu sein. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich hätte jetzt irgendwie noch gern einen Kaffee. Ich glaube, ich mache mir noch schnell einen. Ich habe noch genug Zeit. Der sieht mega lecker aus. Okay, ich bin bereit. Bella! Da bist du ja. Okay, nur noch die Tasche holen und dann geht's los. 20 Minuten später. So, da sind wir im Stall angekommen, Bella. Ich leg nur ganz kurz meinen Rucksack weg, okay? Dann können wir noch Gassi gehen. Oh, Sandy, du bist ja schon da. Oh, ja, hi, ich bin schon da. Ich muss noch mit Bella Gassi gehen. Und dann fange ich gleich an, die Pferde auf die Koppel zu bringen, okay? Super, Sandy. Schön, dass du endlich wieder gesund bist. Ich bin auch froh, dass ich endlich wieder gesund bin. Das war richtig nervig. Aber ich muss jetzt wirklich los, sonst macht die Bella noch hier rein. Okay, bis gleich. Eine Stunde später. Wow, Bella, hier ist es so schön. Ich könnte hier noch stundenlang spazieren gehen, aber wir müssen gleich zurück. Ich muss gleich anfangen zu arbeiten. Bella, wohin rennst du denn? Bella, Bella, komm bitte zurück. Wow, Bella, du hast Wildpferde gefunden? Die sind ja toll. Wow, ihr seid wunderschön. Komm jetzt mit. Mit dir werde ich viel Geld verdienen. Was war das denn? Das war eine komische Stimme. Die war richtig bösartig. Ein paar Sekunden später. Bella, komm lieber her. Die Pferde haben auch schon Angst. Aber lass uns mal gucken, was da passiert. Ich werde euch alle einfangen. Alle Wildpferde. Und werde euch für teuer Geld verkaufen. Komm her. Oh nein, das Pferd hat richtig große Angst. Ha, hab ich dich. Und jetzt kommst du mit mir. Psst, Bella, ganz leise, wir müssen Abstand halten. So, jetzt geh rein in diesen Hänger. Ha, 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 ich habe dich. Und deine Freunde werde ich auch noch alle fangen. Oh nein, es ist ein Pferdefänger. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und er hat das arme Wildpferd mitgenommen. Was mache ich denn jetzt? Wir müssen es retten, Bella. So, auf geht's nach Hause. Wir müssen ihm unbedingt folgen. Oh Gott, ich muss schnell im Stall Bescheid sagen. Andrea, Andrea. Was ist denn mit dir los, Sandy? Andrea, es ist was Schlimmes passiert. Als ich mit Bella spazieren war, da habe ich Wildpferde gesehen. Und ein ganz, 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 ganz böser Mann hat die Wildpferde mitgenommen. Also eines. Und er will es jetzt teuer verkaufen. Und er will sich alle Pferde an den Nagel reißen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Andrea, die armen Pferde. Ich weiß nicht, ob er sie gut behandeln wird. Oh nein, das ist bestimmt Herr Kotzig. Er heißt Herr Kotzig. Ja, da ist der Name wohl auch Programm. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß, wo er wohnt. Am besten fahren wir hin und holen die Pferde da raus. Ist das nicht Diebstahl? Dürfen wir das überhaupt? Na, was will er denn machen mit seinen gestohlenen Pferden? Wenn wir die Pferde zurückstellen, dann kann ihnen nichts mehr passieren. Das ist eine gute Idee, Andrea. Aber wir können die Pferde ja nicht mehr in die Wildnis entlassen, weil sie sind da in Gefahr. Was machen wir denn bloß? Am besten holen wir sie erstmal auf die Ranch und dann können wir immer noch überlegen, was wir mit ihnen machen. Okay, aber schnell, bevor irgendwas passiert. 20 Minuten später. Andrea, das Pferd steht immer noch im Hänger und wurde nicht mal ausgeladen, ohne Wasser und alles. Herr Kotzig ist wirklich unerhört. Komm, wir müssen uns beeilen, bevor uns jemand sieht. Okay. Hallo, du Wunderschöner.
Möchtest du mit uns mitkommen? Wir retten dich. Rede weiter mit ihm. Ich glaube, er mag dich, Sandy. Na, du bist ganz fein. Darf ich dich hier wegführen? Wir bringen dich auf unsere Ranch. Und da wird's dir für immer gut gehen. Und wir holen natürlich auch deine Freunde, dass ihnen nie was passieren kann. Ha, guck mal. Er kommt mit. Super. Komm, lass ihn schnell hier weg, bevor er kotzig kommt. Okay, komm mit. So, da sind wir angekommen. Du bist wirklich wunderschön. Wie nennen wir dich denn? Also, ich hätte gesagt, wenn er für immer bei uns bleiben soll, dann musst du ihm einen Namen geben, Sandy. Es ist dein Pferd. Mein Pferd? Nein. Am besten wär's, wenn er einfach wieder in die Wildnis entlassen werden könnte. Wenn das so ist, dann kann er ja trotzdem einen Namen haben. Okay. Dann nenne ich dich Billy. Ich glaube, er mag seinen neuen Namen. Na komm, Billy. Wir laden dich aus. Später. Hier geht's ihm erstmal gut. Am besten bringen wir ihn auch gleich noch auf die Koppel. Ja, das machen wir. Wir müssen uns aber unbedingt drum kümmern, dass er wieder in die Wildnis gehen kann. Oder zumindest seine Freunde hierher kommen. Andrea? Karl, was möchtest du hier? Andrea, du hast mein Pferd. Ich weiß gar nicht, was du meinst, Karl. Und verschwinde von meinem Grundstück. Du hast hier Hausverbot, das weißt du ganz genau. Du hast mein Pferd gestohlen. Ich möchte es sofort wiederhaben. Entschuldigen Sie, aber ich glaube nicht, dass es Ihr Pferd ist. Ganz ehrlich. Und falls es Ihr Pferd ist, dann können Sie es bestimmt beweisen. Sie haben dann bestimmt Papiere für dieses Pferd, oder? Oder irgendwelche Untersuchungen vom Tierarzt zum Beispiel. Das ist ja unerhört. Wer bist du denn, kleine Göre? Gib mir sofort mein Pferd, Andrea. Karl, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt das Pferd in Ruhe und gehst deiner Wege, oder ich rufe die Polizei und du kommst in den Knast. Das ist unglaublich. Das wirst du bereuen, Andrea. Das wirst du bereuen. Dann behalt diesen Scheißgaul. Der war eh nichts wert. Eine Minute, 37 Sekunden später. Wow, Andrea. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Der Herr Karl Kotzig ist ja richtig bösartig. Ich bin auch froh, dass er jetzt weg ist. Aber bei ihm muss man einfach cool bleiben. Wir müssen uns aber auf jeden Fall was für die anderen Wildpferde überlegen. Denn so wie ich ihn kenne, wird er die auch noch klauen wollen. Was für ein Ekelpaket! Am nächsten Tag. Ich hab dich jetzt schon so lieb, Billy. Hast du mich auch schon lieb? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, aber vielleicht möchten wir gemeinsam reiten. Meinst du wirklich? Sollen wir es ausprobieren? Andrea hat gesagt, wir sollen es einfach mal ausprobieren. Okay, ich bräuchte aber vielleicht erst einen Helm. Ein paar Sekunden später. Tja, der Deckel ist auf dem Kopf. Bist du bereit, Billy? Okay, dann los. Wow, ihr beide reiten. Es ist einfach nur toll. Dann war es aber von dieser Roleplay-Folge von Tokapoka. Falls es euch gefallen hat, lasst uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!